Vor 10 Jahren bekam die Pestalozzi-Schule in Zwickau neues Leben eingehaucht. Mit der Sanierung wurde Platz für rund 500 Kinder der Alexander-Puschkin-Schule geschaffen, die aus ihrem alten Gebäude an der Leipziger Straße ausziehen mussten. Zu Beginn des Schuljahres 2006/2007 fanden die Mädchen und Jungen in der Seminarstraße eine neue Heimat. Und so haben wir heute, vor 10 Jahren, darüber berichtet. Noch herrscht Ruhe auf den Gängen und in den Klassenzimmern, wo ab Herbst die Schüler der Puschkin-Schule ihren Schulalltag verbringen werden. Auch wenn ein großer Teil der Sanierungsarbeiten bereits erledigt ist, gibt es bis zum September noch einiges zu tun. Derzeit entsteht im Keller eine neue Lehrküche für den Hauswirtschaftsunterricht. Gleich daneben wird es künftig auch ein Näh- sowie ein Technikkabinett geben. Ein Großteil der Unterrichtsräume in den oberen Stockwerken ist dagegen bereits fertiggestellt und wartet mit komplett neuen Schulmöbeln auf den ersten Unterrichtstag. Allerdings gibt es noch Restarbeiten bei der Elektroinstallation und bei den Brandmeldeanlagen zu erledigen. Insgesamt lässt sich aber bereits jetzt erkennen, dass sich mit dem Umzug der Puschkin-Schule in das alte Pestalozzi-Schulgebäude vieles verbessern wird. Also die Lehr- und Lernbedingungen, wie wir so schön sagen, werden sich deutlich verbessern. Es ist nicht nur mehr Platz, sondern es wird ja komplett neu ausgestattet, das ganze Gebäude. Es gibt Unmengen von Freizeitbereichen, Bibliothek, Töpferwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Fitnessraum, solche Dinge, wofür jetzt gar kein Platz war. Und das kann hier alles eingeordnet werden und auch in einer hohen Qualität eingeordnet werden. Das in den 20er Jahren errichtete Schulgebäude erinnert nicht nur durch seine Außenansicht an den damaligen Bauhausstil. Selbst kleine Accessoires wie Lampen, Lichtschalter oder Treppengeländer verweisen auf frühere Zeiten. Aber nicht nur das. Selbst das Treppenhaus erstrahlt im gelben, blauen sowie terrakottafarbenen neuen Glanz. Im neuen Glanz soll bis Schuljahresbeginn auch der Pausenhof erstrahlen und für Entspannung und Erholung der Schüler sorgen. Entstehen soll dort neben einem kleinen Schulteich auch eine Grillecke und eine neue Sportanlage. Viel Arbeit also, dennoch ist Jens Hein sich guten Mutes. Die ersten Gäste erwartet der Schulleiter am 4. März. Am 4. März ist Tag der offenen Tür. Natürlich im Speziellen vor allen Dingen für die Schüler der Grundschule Klasse 4, die sich also mit dem Gedanken tragen, eine Mittelschule zu besuchen im neuen Schuljahr. Aber kommen können natürlich alle, die sich für dieses Gebäude oder für die Puschkin-Schule interessieren. Und das ist auch jedes Jahr so, dass also andere Besucher hier auftauchen, die nicht unbedingt was mit der Neueinschulung Klasse 5 zu tun haben. Und wir zeigen das Gebäude, zeigen ein bisschen Inhalte, Arbeitsgemeinschaften, Neigungskurse und solche Dinge werden da vorgestellt im Rahmen der Möglichkeiten, die das eben jetzt bietet, dass wir hier praktisch ja noch nicht zu Hause sind. Auch wenn Schüler und Lehrer ab dem 3. September das Haus nutzen werden, bleibt ein Teil der Schule noch Baustelle. So ist die Renovierung der Aula erst für das nächste Jahr geplant und auch die Außenfassade wird zu einem späteren Zeitpunkt saniert. Dennoch beginnt ab September in dem Gebäude ein neues Zeitalter und bis dahin wird sich dann auch das letzte Zimmer der Schule mit Leben füllen.